Ja, ich fange dann mal an mit meinem Vortrag, wenn ihr Interesse habt. Willkommen zu meinem Vortrag über State Machines. Ich erzähle vor allem so High-Level-Kram, nicht so Low-Level. Die Implementierung ist der Hauptteil, der mich interessiert hat bei der Sache, weil ich bestimmte Probleme hatte, die ich damit lösen wollte. FSM ist eine von den Abkürzungen für das, was ich beschreiben werde, also Finite State Machines, endliche Automaten oder Zustandsmaschinen. Die Implementierungen sind in Plain C. Kurzer Überblick. Ich sage zuerst was zu einer Zustandsmaschine, was das ist so, und dann kommen 5 Beispiele. Wer von euch hat schon mal eine Zustandsmaschine benutzt? Bewusst. Ich meine, die meisten werden, so ziemlich jeder, der mal eine Weiche benutzt hat, wird irgendwann aus Versehen eine Zustandsmaschine implementiert haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Besonders dann, wenn ihr irgendwelche Input-Parameter bearbeitet habt oder irgendwelche Strings gescannt habt, geparst habt. Also eine State Machine oder eine Zustandsmaschine, sagt der Name schon, hat Zustände. States. Und diese Zustände werden in Reaktion auf reingefütterte Symbole oder Buchstaben aus einem Alphabet geändert. Und diese Änderungen nennt man Übergänge oder Transitions. Und bei diesen Transitions wird von einem Zustand zu einem anderen übergegangen und eventuell auch eine Aktion ausgelöst oder mehrere sogenannte Actions, halt Aktionen. Außerdem kann man eine State Machine dafür verwenden, um sie statt einfach mit Symbolen oder Zeichen zu füttern, kann man sie mit Events füttern. Was ist das für ein Geräusch? Ah, okay. Gut. Ja. Jetzt kommen die Beispiele direkt in den Code. Also dieser Code, ich habe ihn versucht, so einfach wie möglich zu halten. Der hat hier eine Funktion, die einen Schlafzustand für eine bestimmte Art von Millisekunden, Anzahl von Millisekunden auslöst. Dann kann er eben auf der Kommandozeile einen String ausgeben auf eine bestimmte Art und Weise, die ich gleich erklären werde. Und er hat verschiedene Zustände, nämlich an oder aus für eine LED. Also man könnte sich sowas auch in einem Embedded-Gerät vorstellen. In diesem Beispiel natürlich läuft es im Terminal. Die Main-Funktion fängt damit an, dass der Zustand auf Off gesetzt wird von der LED. Und dann wird eine Schleife alle 200 Millisekunden durchlaufen, geprüft, welcher Zustand ist, die LED auf an- oder ausgesetzt. Und ich sehe gerade, das ist irgendwie nicht so ganz richtig, aber egal. Dann der nächste Zustand ausgelöst. Ah doch, das ist richtig. Ja. Also wenn off ist, dann wird sie auf on gesetzt, weil der Zustand wechselt ja. Und wenn on ist, wird sie auf off gesetzt und der Zustand auf off. Ja, und dann lasse ich das einfach mal laufen. Ich hoffe, das läuft. Da gab es ein paar Probleme. Ah ja, okay. Man sieht, die LED blinkt. Immer an und aus, alle 200 Millisekunden. Gut, ja. Also für so einen einfachen Fall ist das eine ganz brauchbare Lösung, also if oder switch dafür. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die auch zwischendrin stellen. Ja, also immer nur hin und her wechseln, das ist relativ übersichtlich, nicht viel Code. Aber wenn ich mehr möchte, wenn ich was Komplizierteres möchte, zum Beispiel 2 Zyklen an, einer aus, einer an, 3 aus, dann wird die ganze Sache etwas haarig in der Implementierung. Also wir fangen an mit dem Zustand 2 Zyklen an,
Wir haben hier einen Zyklenzähler und einen Zustand, eine Zustandsvariable und wechseln dann in den bestimmten Zuständen in den nächsten Zustand, zählen den Zyklus hoch, den Counter hoch, Cycle. Ich weiß nicht, ob ich das im Detail erläutern soll. Es ist haarig, es ist schwer zu verstehen, es ist unübersichtlich, schlecht zu warten. Ich weiß nicht, ob die meisten mir zustimmen werden, aber ich fand das so. Und das hat mir nicht gefallen. So, dann wollte ich eine bessere Lösung haben. Und habe dann geschaut, was es so gibt. Und natürlich braucht man dafür, für das, was ich gleich demonstrieren werde, Function Pointer. Wer weiß nicht, was Function Pointer sind, dann werde ich das ein bisschen detaillierter erklären. Okay. Function Pointer sind Zeiger nicht auf Daten an sich, sondern auf Zielsprungadressen für eine Funktion. Jedes Mal, wenn eine Funktion aufgerufen wird, wird eine bestimmte Adresse angesprungen. Und normalerweise sind diese Adressen, sehr vereinfacht gesagt, jetzt zur Compile-Zeit bekannt, ist es nicht ganz richtig, aber es ist eine fixe Adresse, die angesprungen wird, wenn eine Funktion angesprungen wird. Jetzt kann ich aber diese Adresse in eine Variable verlagern und die Variable verändern und dadurch die Zielsprungadresse variieren. Also zum Beispiel hier, ich habe einen Function Pointer, State Function Pointer vom Typ Action. Leider ist die Syntax ziemlich hässlich in C für Function Pointer. Also wir haben einen State Function Pointer und dieser State Function Pointer wird auf LED off gesetzt oder auf LED on. Das ist nicht zufällig, sondern ganz offensichtlich derselbe Name wie die Funktion hier. Also füge ich effektiv in State Function Pointer diese Adresse ein von der jeweiligen anderen Funktion und rufe sie hier unten auf. Also für diesen einfachen Fall ist es schon etwas weniger Code, aber immer noch nicht wirklich hübsch, als die Variante mit Switch. Das Problem ist, oder die Unschönheit an dieser Stelle ist, dass in den LED-On- und Off-Funktionen die State-Variable verändert wird. Das ist halt auch unschön. Man möchte das doch eigentlich gerne trennen, um die Wartbarkeit zu erhöhen, weil sonst muss man jedes Mal die eigentlichen Aktionen verändern, die Aktionsfunktionen verändern, wenn sich zum Beispiel Namen verändern oder Namen hinzukommen oder Funktionen hinzukommen. Und deswegen kann man zum Beispiel Folgendes machen. Man hat also wieder eine Enumeration für die States von der State Machine. Und dann gibt es ein zusätzliches Struct für State Elements, also hier State Element Type, mit der Aktion, die ausgelöst werden soll. Das ist wieder ein Function Pointer wie eben. Dann ein Cycle Count und der nächste Zustand für die State Machine. Und hier unten sieht man, in LED on und off sind die Übergänge des Zustandes verschwunden. Jetzt ist es nur noch die Ausgabe enthalten. Hinzugekommen ist ferner aber eine Zustandsmatrix. Im Moment eigentlich eher ein Vektor, aber egal. Mit Einträgen für jeden Zustand, was gemacht werden soll. Zum Beispiel LED an für eine Anzahl von Zyklen und dann was der folgende Zustand ist für die State Machine. Dann wird diese Matrix ausgewertet, jeweils hier State Evaluation in der Schleife alle 200 Millisekunden. Und wenn ich das ausführe, dann blinkt die LED in diesem Rhythmus wie sie eben geblinkt hätte bei dem anderen Beispiel, beim zweiten Beispiel. Aber wir kommen ohne den ganzen riesigen Switch aus,
und wir haben es relativ übersichtlich und wartbar implementiert über diese State Matrix. Also die LED wird eben für die jeweilige Zyklenzahl angeschaltet und es ist sehr übersichtlich, wie viele Zyklen das dauert. Unschön wäre jetzt natürlich, wenn ich die Zyklenzahl ändere, dass die Zustandsnamen, also diese Enumeration-Namen, dass die Zyklenzahl und den Zustand enthalten, aber das ist primär zu Illustrationszwecken. Da könnte man auch zum Beispiel erster Zustand, zweiter Zustand oder so einfügen. Ja. Ah ja, noch was, noch ein letztes Beispiel habe ich noch. Der Code ist übrigens auf GitHub und auch verlinkt in der Präsentation. Ich habe hier noch ein Assert eingefügt. Wer hat sich schon mal mit Asserts auseinandergesetzt? Ja, das sind eigentlich so ziemlich alle, so drei Viertel mindestens, wenn ich das überblicke. Um zu überprüfen, während ich an dem Ding arbeite, dass auch nur valide Zustände auftauchen, sonst fliegt mir das Programm um die Ohren, beziehungsweise der Debugger hält an der Stelle an. Das ist eigentlich schon alles dazu. Gibt es Fragen? War relativ high level, relativ grob, aber vielleicht gibt es irgendwelche Fragen zu der Implementierung oder zu der Art, das zu lösen über eine Matrix statt über große If-Bäume oder Switches. Ja, Chatty? Bei dieser Matrix, wenn ich also eine Matrix denke, ist die ja erstmal, kann ich ja von jedem Zustand in jedem Zustand gehen. Und bestimmte Zustände, bestimmte Zustandsübergänge einfach nicht erlauben will, dann mache ich in der Matrix einfach, dann kann ich in der Matrix einfach leer lassen. Ne? Ich habe ein Beispiel dafür, weil das ist ja ein Spielzeugexemplar hier. Ich hoffe, das ist die neueste Version, ich glaube nicht, aber funktional schon. Hier ist ein komplizierteres Beispiel, was wirklich effektiv eine zweidimensionale Matrix, wo auch Events hinzukommen. Und da sind auch die Nil-Actions sozusagen verwendet. Und außerdem, was jetzt in dieser Implementierung hier nicht so offensichtlich ist, aber was man noch offensichtlicher machen kann, ist, dass du Übergänge hast, die Null-Übergänge sind sozusagen. Von einem Zustand kommst du bei einem bestimmten Event in denselben Zustand. Also der Zustand wird erhalten. Ja? Das ist auch so vorgesehen im Code, aber in diesem Beispiel hier ist es nicht drin. Ja. Aber das kann man natürlich machen. Aber wie gesagt, das ist ein Spielzeugexemplar hier, deswegen ist es auch mehr oder weniger nur eine eindimensionale Tabelle sozusagen. Ist leicht zu verstehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantworten konnte. Okay. Ja, noch Fragen? Ja? Also so ein bisschen bitter, kannst du sagen, wann du State Machines benutzen würdest und wann nicht? Also meine Hauptabsicht dabei, mich da etwas hinein zu vertiefen, ist, den Code wartbarer und lesbarer zu machen. Meiner Erfahrung nach jetzt in den letzten Wochen eignen sie sich besonders für das, was ich eben vorhabe, nämlich wenn du Events hast, die sozusagen deine State Machine füttern, als die Symbole sind, die Symbolkette, die in deine State Machine gefüttert wird, um den Zustand zu verändern. Und da ist es halt sehr viel wartbarer. Wenn es Interesse gibt, kann ich das fertige Ding bei Gelegenheit zeigen. Die fertige State Machine wird
User Interface Reaktionen auf Tastenkommandos enthalten. Das sind die Events sozusagen, also Tastenanschläge, wobei mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Spiel, so Kombos oder sowas, auch wenn es für den Medienbereich ist, Medienkontrolle, Mediensteuerung. Und es gibt halt eben auch wie bei Spielen den Effekt, dass wenn du Tasten länger drückst, dass sich, oder Akkorde länger drückst sozusagen, dass sich das Verhalten des Programms ändert. Und ja, das ist der Hauptgrund. Also da würde ich es besonders empfehlen. Und das sind ja finite Automaten oder endliche Automaten. Das heißt, es gibt eine fixe Anzahl von Zuständen und es gibt auch nur einen Zustand, einen nächsten Zustand für einen Ausgangszustand. Also generell würde ich mir überlegen, solche State Machines zu verwenden, wenn ich parse oder wenn ich einen Symbolstrom habe oder einen Eventstrom. Ja. Noch Fragen? Dann schließe ich das hier an dieser Stelle.